Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu einem in StarCraft-Zusammenschnitt der Highlights der Gamescom. Alles bis auf den Sonntag. Und hier seht ihr schon, das war verdammt, verdammt voll in Köln. Aber tausende Leute haben sich aufgemacht zum Mekka der Spielindustrie, um sich Neuheiten und vor allen Dingen den E-Sports anzuschauen. Das, was da abgegangen ist, das kann man wirklich nur als StarCraft 2 bzw. E-Sports Party bezeichnen. Und von daher schauen wir einfach mal rein. Und da waren wir auch schon bei unserem ersten Halt, nämlich vor der Halle 8 auf dem Parkplatz hatte sich ECU Icybox einen riesigen Stand aufgebaut. Und das ist nicht nur einfach nur ein Stand, die hatten einen DJ am Start, die haben einen kompletten Bus hingestellt und drin, glaube ich, 12 Rechner aufgestellt. Dann hatten die noch ihren eigenen DJ, abends kam Echo Fresh vorbei, dann waren da noch haufenweise Hardware, die gezeigt wurde, und wir haben uns natürlich ein bisschen mit den Jungs unterhalten, also mit Jax, mit Wurmi, mit Fear, mit Not Available, Showtime und Goody hatten leider keine Zeit vorbeizuschauen, und trotzdem haben wir es geschafft, in den Partybus reinzukommen, und das werdet ihr gleich noch sehen. Das ist absolut der Wahnsinn, wie zusammengefercht die da am Zocken sind, aber meine Güte, ich frage mich eher, wo der Strom herkommt. Auf alle Fälle ganz nice, die Jungs, und haben sich natürlich auch nicht nehmen lassen, meine Community-Shirts zu signieren. Da hat sogar Black Sun noch sein Auto mit draufgehauen, worauf ich sehr stolz bin. Und wir freuen uns auch, was die Jungs so demnächst in die deutsche Szene mit einbringen. Aber man darf nicht vergessen, das Groß-Event der Gamescom, die WCS Season Finals 2. Und wir sehen hier gerade das Aufmarschieren der Top 16. Oh Mann, war das eine Show. Und die Leute total am Ausrasten. Ich lasse euch einfach kurz mit den Bildern mal alleine. Wieder eine hochprofessionelle Produktion der ESL. Die Leute hatten absolut ihren Spaß, wie man sieht. Es war regelmäßig überfüllt. Die Ordner hatten rege Probleme, da die Notausgänge freizuhalten. Und hier sehen wir die Top 8, die es dann noch etwas länger durchgehalten haben. Und uns wirklich einige der spannendsten Spiele aller Zeiten geliefert haben. Die Halle 8 war gepflastert mit Ständen von Nvidia, von Acer. Es gab zwei riesige LOL-Courts, aber das soll uns alles nicht interessieren. Was noch wichtiger ist, neben der WCS-Stage, gab es die riesige, richtig geil gemachte Rocket-Bühne. Fand ich sehr nice. Und da wurde die WCG National Finals ausgespielt. Und das Ganze wurde dann gecastet von Hero Marine und H. Mal schauen, was Asolin da gerade so treibt. Und dann
Jacks hinterher und den Bass natürlich, wie wir es zuvor schon angesprochen haben, mittlerweile PvP. So, ungefähr diese Breitzahlen im Kopf hat, beziehungsweise abschätzen kann von Soccer, aber der Lead, der ist halt einfach gigantisch. Und er ist jetzt Max, es gibt nichts mehr, was er irgendwie noch tun könnte, außer Kanonen bauen und Bases fahren und vielleicht mit 100 Nexus-Kanonen ihn zu töten. Aber jetzt geht es wieder auf, da kommt nochmal ein Storm von Socke. Er versucht sich hier nochmal irgendwie zu retten, beziehungsweise sich die Army vom Hals zu schaffen. Aber das würde mir nicht mehr wirklich gelingen. Socke jetzt hier nochmal mit einem guten Storm, aber die Kolosse machen hier zu viel Schaden. Und die Archons, die gehen natürlich auch nochmal gut mit dazu. Und jetzt kommt die Voidris hier mit dem Charge auch nochmal drauf. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Hier 180 gegen 70 Supply. House of Ops, clear the Army, GG, Whipplay. Also hier gab es richtig heiße PvPs zu sehen. Und hier noch ein kleiner Ausschnitt aus der Siegerehrung. Ihr wisst es wahrscheinlich alle, wir haben es hier gerade gesehen, er hat sich super geschlagen, es war super spannend hier oben auf der Rocket-Bühne. Ein großer Applaus bitte für Socke! Einen riesen Applaus bitte! Das war auf jeden Fall ein wahnsinnig toughes Match, das unseren Zeitplan ein bisschen angestrengt hat. Aber hey, wir sind flexibel. Ja, und du hast natürlich auch eine 500 GB SSD, also da kann man schon mal ordentlich was an Daten über die Festplatte laufen lassen, das super schnell und natürlich auch von Rocket oben drauf die Tastatur. Ein großen Applaus bitte nochmal für Socke. Ganz, ganz hauchdünn hat er es verfehlt, das Grand Final. Und da fährt einer hin, ein Altmeister, jemand, der seit Jahren auf internationalem Niveau spielt, nicht nur in StarCraft 2, nein, auch schon vorher in Warcraft 3 Tibor. Wer? Also, ganz genau, aber es gibt einen, der sich hier durchgesetzt hat, in Deutschland beim WCG National Final. Und er fliegt auch nach China, nach Kunshan und wird in StarCraft für uns antreten, StarCraft 2. Und der Gewinner ist, bitte, großen Applaus für Hasu! Fantastische Leistung, Dennis. Seit so vielen Jahren E-Sport auf Top-Niveau. Wie motivierst du dich immer noch? Indem man gewinnt. Gewinnen ist immer das Schönste. Ich glaube auch, dieses Gefühl kann einem keiner nehmen. Bei mir ist es schon viel zu lange her, ich bin viel zu alt. Ich habe schon vergessen, wie es ist, aber er ist immer noch an der Weltspitze unterwegs. Dennis, ich freue mich sehr, dass du hier warst, dass du das Ding gewonnen hast und für uns nach China fliegst. Was glaubst du denn realistisch gesehen? Wo wirst du dich am Ende einpendeln? Hast du gar Chancen zur Zeit? Wie sind die Cookies drauf? Ist schwer zu sagen. Also die Qualifikationen laufen ja noch auf der ganzen Welt. Man weiß also noch nicht genau, wer auch da sein wird. Aber ich peile so die Top 8 an, also das Bracket. Und dann mal gucken, da braucht man ein bisschen Glück. Vielleicht geht es ja auch weiter. Ich hoffe es doch, dass es da weitergeht. Ja, natürlich. Wir drücken dir alle die Daumen auf jeden Fall und schauen dir zu, wenn es in China weitergeht. Und du bekommst natürlich auch zum einen die Samsung SSD 750 GB und natürlich ein neues, niegelnagelsneues Gamer-Headset von Rocket natürlich. Großen Applaus. Vielen, vielen Dank. Dennis Schneider, Half-Worms, spielt für Mausports und hat definitiv noch mehr Stimme als ich. Du verstehst mich überhaupt gar nicht. Too much, and well, they've gone backwards to help protect it. Tasia's so happy right now. There's no-
stage is ecstatic. I think he has that feeling, Todd. I think he has that feeling of a 3-0. Oh, the Orbs are coming down. Oh boy, 130 supply. The last Colossus is here. And well, the fourth Nexus is dead. It's 65 armor supply to 21. Rain is in disbelief. Ja Leute, wir haben viel gesehen, viele schöne Sachen, wir haben viele gute Matches gesehen, gerade auch für das Starcraft 2 Arena von der ESL. Es waren viele tolle Sachen dabei, auch in den ganzen anderen Hallen oder so. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Jahr auch persönlich hier mal. Das war für euch der Bella Showcast und ich freue mich für jeden, der hier reingeschaut hat. Danke fürs Mitmachen und wir sehen uns.